Klickt jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung und sagt mir doch mal, welchen der vier, also für was diese vier Dinge ihr seid. Hey, meine Chibis, willkommen zu einer Folge Jump League. Und zwar möchte ich mit euch heute mal über ein Thema sprechen. Ich meine Jump League und nebenbei über ein Thema sprechen. Das verträgt sich aber mir so gut. Ich glaube, ich werde absolut gar nicht ausrasten. Und da sieht man schon direkt, ne? Und auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, fange ich gleich mal an, mit dem Thema zu reden, da es ein bisschen ausführlicheres ist. Und zwar geht es um die Entwicklung des... Moment, jetzt muss ich reingucken. Nein! Moment, so, okay. Und zwar geht es um die Entwicklung des Kanals. Und zwar würde ich euch sehr, sehr gerne fragen, ob ihr denn so zufrieden seid, wie es momentan läuft. Das heißt, ich habe wirklich nur PvP gerade am Laufen und sonst kein festes Projekt. Oder ob ihr euch so denkt, naja, so ein festes Projekt, also ich meine, Ender Games Challenges ist jetzt ein festes Projekt, okay. Aber ob ihr euch so denkt, naja, noch so ein festes Projekt wäre schon so eine Sache, ne? Und ich hätte natürlich schon ein paar Vorschläge parat und deswegen sage ich euch die jetzt einfach mal. Und in der Beschreibung ist dann sozusagen so ein kleines, ja, so ein Strawpoll-Link, sozusagen der erste Link in der Beschreibung. Da könnt ihr dann abstimmen, welchen der Vorschläge ihr annehmen wollt oder ob ihr zufrieden seid oder ob ihr was komplett anderes wollt, was ich nicht vorgeschlagen habe. Denn ich habe zwei Vorschläge, auf die ich jetzt an sich, die schon ja ganz cool wären, auf die ich auf jeden Fall Lust hätte. Und jetzt fängt's an, ne? Und zwar auf jeden Fall, die Sprünge sind so einfach, wie kann ich die verkacken? Ich darf nicht über ein Thema reden nebenbei. Und zwar das erste, was ich vorschlagen würde, ist einfach mal, ja, hättet ihr Lust auf eine, also dass ich jetzt die dritte Staffel von mein Set beginne? Das wäre sozusagen mein Vorschlag an euch, denn für alle Neuen, die werden mein Set wahrscheinlich nicht kennen, beziehungsweise es gibt auch viele von euch, die vielleicht älter sind und mein Set nicht kennen. Ich kann es ganz kurz erklären, das Ganze ist wie DayZ, also spielt in der postapokalyptischen Welt voller Zombies in Minecraft, ist ein Minecraft-Modus sozusagen, und ich gestalte das Ganze halt so Roleplay-like, also ich, ja, ich füge euch hier mal einen Ausschnitt von der zweiten Staffel ein, wie sie geendet hat. Viel Spaß. Cube? Assassin? Du lebst? Du lebst? Er ist down! Er ist down! Er ist da hochgegangen. Spring runter! Lauf! Lauf! Ja, scheiß halbes Herz! Lauf! Assassin! Assassin, lauf! 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 Aber hier sind überall Schädel. Warum sind hier überall Schädel? Pigman! Pigman! Cube! Oh Gott. Oh Gott, diese vielen Zombies. Ja, und das ist auf jeden Fall, mein Set, also wenn ihr da Bock auf das Projekt habt, dann stimmt bitte dafür ab in der Abstimmung bei Straw Poll. Falls ihr jetzt sagt, okay, mein Set ist jetzt nicht so mein Ding, weil das hatte früher auch nicht jetzt so die Einschaltquoten. Es gab Leute, die haben es mega gefallen, es gab Leute, die es null interessiert, deswegen bin ich da ziemlich skeptisch, was dieses Projekt angeht, weil ich natürlich auch hochladen möchte, was euch interessiert und nicht nur, was mich interessiert, ne? Und das zweite wäre, ich denke, da werden die meisten von euch dafür sein, ist ein Format wirklich mit euch zusammen. Und zwar ist es das Format, ich würde es nennen, Cube vs. Cubie. Und es geht einfach darum, dass ich sozusagen jede Folge einen Zuschauer von euch, also einen Cubie, rauspicke und gegen den irgendeinen Spielmodus spiele. Wenn ich gewinne, dann habe ich gewonnen und beweise mal wieder mein Können als PvP-Gott. Ist ja logisch. Und ich hasse es, ne? Und wenn ich verliere, dann geht mich eine Strafe, die ihr bestimmt. Also dann sozusagen könnt ihr mir Strafen in die Kommentare schreiben. Die besten packe ich dann so auch wieder so ein Strawpoll-Dokument. Dann könnt ihr da abstimmen, welches werden soll. Also falls ich verliere, muss ich eine Strafe machen sozusagen, ne? Das wäre wahrscheinlich, das werdet ihr euch alle wünschen. Ich kenne euch doch genau. Aber ich biete natürlich trotzdem mein Set als Alternative an für alle, die sagen, ja, okay, ist es nicht so ein Ding, dieses Cube vs. Cubie, ja, will ich jetzt nicht so gerne sehen, weil es mir halt nicht so gefällt, bla bla, gibt's ja alles. Und dann gibt's natürlich noch die schöne Option, wenn ihr jetzt sagt, mir sagt jetzt beides nichts so stark zu. Dann wird's noch die Option geben, dass ihr einfach mal, einen eigenen Vorschlag in die Kommentare schreibt, ne? Da bin ich auch sehr, sehr offen für, also wenn ihr jetzt sagt, nee, mein Set sagt mir gar nicht zu. Und dieses Cube vs. Cubie, naja, okay, ist es auch nicht so mein Ding.
dann könnt ihr entweder sagen, nee, es passt doch so, wie es ist, lass es doch so. Oder ihr sagt jetzt einfach, ey, Cube, wie wär's, wenn du mal das machst, zum Beispiel. Oder wenn ihr jetzt einfach schreibt, spiel doch mal, weiß es ich, eine ganz normale Minecraft Vanilla Welt. Oder spiel doch mal, weiß ich, Happy Wheels oder irgendwas. Ich bin gerne für alles offen. Also, ihr könnt natürlich auch eigene Vorschläge in die Kommentare posten. Und jetzt bitte ich euch, genau jetzt, geht mal in der Beschreibung, also auf den Strawpaw-Link und stimmt mal drüber ab, welches der drei Dinge ihr wollt. Ob ihr mein Set wollt, ob ihr hier Cube vs. Cubey wollt oder ob ihr, Moment, nochmal, ja. Geht jetzt in die Beschreibung und stimmt, ich bring's nicht zusammen. Geht, Leute, klickt jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung und sagt mir doch mal, welchen der vier, also für was diese vier Dinge ihr seid. Also seid ihr dafür, dass ich wieder die nächste Staffel mein Set anfange? Seid ihr dafür, dass ich dieses Cube vs. Cubey-Format mache? Wie das dann genau wird, seht ihr dann, falls ihr es wollt. Seid ihr dafür, dass ich den Kanal so lasse, wie es ist? Oder ihr könnt natürlich auch dafür abstimmen, mach was anderes, was nicht zur Auswahl steht. Und also ich in die mach irgendwas, was ich in die Kommentare geschrieben habe. Das ist sozusagen die vierte Auswahl, die es gibt. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, für was ihr seid. Da ich auf jeden Fall. Ich raste aus, ne? Da ich auf jeden Fall sehr gespannt bin. Und bitte macht das, Leute. Ja, bitte, bitte, bitte. Es wird mir echt am Herzen liegen, wenn ihr da mir ein bisschen helft, von was ihr genau sehen wollt. Natürlich kann ich da noch besseren Content produzieren, wenn ich genau weiß, was ihr sehen wollt. Zum Beispiel Ender Games Challenge ist ja sozusagen das beste geklickte Format bei mir. Aber ihr könnt, ich raste aus. Oder ihr könnt auch, wie gesagt, einfach irgendwas selber vorschlagen. Seid kreativ oder nehmt eins, was ich gesagt habe. Das ist mir generell egal. Macht einfach das, worauf ihr sozusagen. Es wird nichts mehr, ne? Lust habt. So, einmal zack. So, so. Und jetzt mal, jetzt ganz kurz mal konzentrieren, ja. Moment, so. So, so. Und ich glaube, das hier muss ich nämlich so machen. Ha, genau. Okay, jetzt haben wir diesen beschissenes Modul auch mal geschafft. Dieses beschissene Modul. Und dann machen wir das hier jetzt mal ganz first try durch. Zack. Oh, so, wir kriegen einen unlucky Block. Ich meine, why not? Und habt ihr schon abgestimmt? Falls noch nicht, dann macht's jetzt, bitte, ja. Jetzt abstimmen bei Strawpaw. Eins von den vier Dingen, die ich vorgeschlagen habt. Stimmt auf jeden Fall dafür ab. Ich bin mega dafür gespannt. Erster Link in der Beschreibung, ne? Das erste, was in der Beschreibung steht, ist danke für all dieses Video, liken und kommentieren und sowas. Und danach kommt direkt der Link. Den könnt ihr direkt anklicken, ja. Und dann stimmt auf Strawpaw ab. Ich bin mega gespannt, für was ihr abstimmt. So. Ich bin übrigens gerade schon ein bisschen am Verzweifeln. Also der Rage kommt langsam schon hoch, aber ich kann ihn ganz gut unterdrücken, weil ich die ganze Zeit am Kommentieren bin und über ein Thema rede. Und deswegen, das nur nebenbei so ein bisschen mitbekommen. So, einer hat das Goal gereached. Das heißt, wir werden die Runde trotz PvP-Gottheit natürlich jetzt, glaube ich, nicht gewinnen. Aber vielleicht kriegen wir noch. Nee, okay, wir kriegen gar nichts mehr. So, wir haben es natürlich. Derjenige, der es gewonnen hat, hat natürlich mega Equip. Das ist logisch. Das heißt, wir müssen mal gucken. Vielleicht bekommen wir den irgendwie abgestaubt oder sowas, weil im direkten Kampf gewinnen wir keinen. Also haben wir keine Chance gegen den. So, da ist direkt einer, den. Den haben wir beispielsweise abgestaubt. Der ist er gleich nochmal. Wenn er gleich sich rächen möchte, kann er gerne herkommen. So, komm her. Oder er laggt sich durch die Gegend. Ich meine, why not? Komm her. So, dann haben wir. Dann ist da noch einer. Moment. Komm her. Okay, okay. Jetzt werde ich, glaube ich, gerade abgestaubt. Ah, okay. Okay, schade, 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 Schokolade. Aber wir haben. Oh, fuck. Da ist der Erste. Da ist der Erste. Okay, gegen den habe ich ja, wie ich gesagt habe, absolut no chance. Ja. Okay, ein Leben haben wir noch. Ein Leben. Jetzt haben wir aber alle Leben richtig schnell verloren. Ein Leben haben wir noch. Jetzt muss ich kurz gucken, ne? Wir müssen jetzt das Ding bekommen. Taktisches Spielen ist jetzt angesagt, Leute, ja? So, da ist ein schönes Gemetzel. Wer ist denn der Zweite? Ja, okay. Ihr habt mich damals zur Zeit auf mich gegangen, also. Kommt doch mal her, ja? Jetzt unterbrechen wir euren Kampf. Wenn ich zwei streiten, freut der Dritte sich. So. Okay, da kommt jetzt der direkt und will jetzt seine Rache haben, aber. Da, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Kann ich irgendwas rausnehmen? Zack. Zack, Brot eventuell noch. Alles klar. So, jetzt muss ich essen. So, Moment. Okay. Okay, okay, okay. Der nächste ist irgendwo da hinten. Wie viel Leben noch? Noch einer. Pixelgesicht mit drei Leben. Das wird wahrscheinlich der beste sein. Gegen die haben wir keine Chance. Aber vielleicht kommen wir noch. Vielleicht werden wir noch Zweiter. Das finde ich auch ganz fresh. Jetzt glaube ich mal, da oben ist auf jeden Fall einer. Wie kommt man da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Ist irgendwo eine Treppe oder? Ja, hier ist eine Treppe. Okay, holen wir uns den mal. Komm her, komm her, komm her. Ich glaube, der weiß nicht, dass wir da sind. Und genau. Komm her. Dich werde ich jetzt ausschalten. Und da haben wir einen. Okay. Pfeil.
Kompass. Okay, jetzt muss ich kurz laufen. Oder wer ist denn das? Das Pixelgesicht, das wird wahrscheinlich der Beste sein. Yo, 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 yo. Okay, aber das ist der Letzte, der noch lebt. Das heißt, ich muss mich dem mitstellen. Vielleicht... Vielleicht bekomme ich ja sogar einen Tod von ihm hin. Okay, sieht nicht so aus. Sieht genauso aus, als würde ich jetzt verlieren. Ja, das werde ich verlieren. Yo, Winner Pixelgesicht. Aber GG hat auf jeden Fall verdient, weil es Jump'n'Run echt gut gemacht hat. Und... Habt ihr schon abgestimmt? Was? Nein, dann macht's doch jetzt. Also Leute, stimmt bitte dafür ab. Bitte, 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 bitte. Und, ja, danke an alle, die es gemacht haben. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich mega freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, meine lieben Cubies.